Hallo und willkommen zurück zu Indie. Ja, wir sind hier noch im Tempel und haben hier noch ein bisschen was zu tun. Beim letzten Mal bin ich ja leider krepiert. Und ja. Auf ein neues, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass wir keine Schätze übersehen. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wofür wir den brauchen, aber Autsch. Wie auch immer, wenn mich der noch erwischt hat. Ah, okay. Autsch. Verstehe. Das ist eine Sache von Timing. Mieses Timing. Mist. Komm, heb auf. Mist. Das kann ein bisschen dauern. Weil wir müssen das Pendel nämlich da reinkrachen lassen. Das Steinchen selber reicht nämlich nicht. Okay, ich muss noch ein bisschen früher. Ja, nix. Ah, der braucht zu lange zum Werfen. Das Steinchen liegt aber auch bestimmt ein bisschen was. Ja, daneben. Timing ist aber auch nicht ganz einfach. Mist. Wo wirst du denn hin? Eieiei. Der Timing war gut, aber der hat irgendwie in die falsche Richtung geworfen. Ja. Ja. Das war wieder nix. Nein! Aha, darf die noch nicht so komisch seitlich. Hm.
Autsch. Das Problem ist, der Stein ist festgebackt. Ja, jetzt hat er sich gelöst. Eine Sekunde zu langsam. Ja, nix. Ich muss den ziemlich mittig treffen, damit der Pendel da reinklatscht. Das Pendel. Ich hab's auch getroffen. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Okay, das klappt auch nicht. Was zum Geier? Also irgendwie bin ich ein bisschen überfragt, weil wir haben jetzt nämlich gerade eben den Stein getroffen, aber es hat keine Wirkung gezeigt. Daneben. Ja, ich hab's gerade voll getroffen. Na, vielleicht muss ich ja erstmal das Ding da treffen. Oder auch nicht. Was zum Geier muss ich hier machen? Verzeihung. Weiß nicht, ob ich das Pendel hier treffen muss und dann das nächste. Verzeihung, irgendwie versagt meine Stimme gerade ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Pendel getroffen, aber irgendwie tut sich da nichts. Und ich muss mal kurz stumm schalten.
So, jetzt hoffe ich, dass meine Stimme nicht wieder direkt versagt. Ach, das war nix. Ja, manchmal lässt sich aber auch schwer timen, wenn der auch nicht wirft, wenn ich drücke. Jetzt habe ich ihn getroffen, aber es hat auch keine Wirkung. Irgendwas mache ich falsch. Aber was? Das war nix. Hier habe ich ja überall gegen geworfen. Habe ich hier schon versucht? Ich denke mal nicht, dass wir da was machen können. Nö. Okay, also wenn wir irgendwo festhängen, dauert eine ganze Weile, bis sich der Stein wieder selber entbackt. Das ist gerade irgendwie ein bisschen blöd. Mist. Na komm, heb mal auf. Timing vergeigt. Komm, heb's auf. Kann ich ihn hier irgendwo hinwerfen? Oh, okay. Ah, okay. Na gut. Ich denke mal, das eine Pendel hat sich die ganze Zeit nicht bewegt, weil das Wasser blockiert war. Und jetzt... Ich dachte, vielleicht kann man hier was einwerfen. Aber gut, dass es dann natürlich genau in die Rille gefallen ist und dann blockiert hat. Ja, das natürlich ist gut. Okay.
Weil es gab nämlich kein Symbol zum Ablegen. Ja. Wir sind jetzt natürlich so gut wie tot. Aber jetzt nicht mehr. Ein neuer Abschnitt. Oh, herrlich. Deutsche. Warum müssen es immer Deutsche sein? Weil die gut ins Feindbild passen. What? Ach Mist. Mit den Zielen ist nicht ganz so einfach. Problem ist, wenn ich die Empfindlichkeit zu hoch einstelle, kann ich nicht mehr genau zielen. Wenn ich zu niedrig eingestellt ist, bin ich nicht schnell genug. Wäre allerdings auch mit der Maus nicht unbedingt besser. Nicht am, aber gut, man kann es eh nicht so wirklich mit PC spielen, weil es kein PC-Version gibt. Soweit ich weiß. Deutsche. Warum müssen es immer Deutsche sein? Blödes, wir werden auch unter der hinter der Deckung getroffen jedes Mal. Okay, die Schießaktion wird jetzt nicht ganz einfach. Aber auch nicht auf irgendwas anderes zielen. Deutsche. Warum müssen es immer Deutsche sein? Gar nicht abgegeben. Ah, nicht einfach. Nicht einfach. Moment mal. Na gut. Okay, man kann auch gar nicht so wirklich was einstellen an der Empfindlichkeit. Ich hätte die nämlich gerne noch ein kleines bisschen höher eingestellt. Deutsche. Warum müssen es immer Deutsche sein? Thank you.
dass es nicht so leicht sein wird wie bei den Heldenzwillingen. Wieso treffe ich die nicht? Also ich habe sie jetzt gerade eben die ganze Zeit im grünen Fadenkreuz gehabt, aber trotzdem sind sie nicht gestorben. Also keine Ahnung, was das gerade war. Bisschen seltsam. Okay, ich weiß es auf jeden Fall schon mal, da ich ja auch was ballern kann. Deutsche. Warum müssen es immer Deutsche sein? Irgendwie denke ich, dass es nicht so leicht sein wird wie bei den Heldenzwillingen. Gesehen. War gut angezeigt und trotzdem. Na, bei ihm geht's. Dies scheint die drei Flüsse aus der Maya-Mythologie zu symbolisieren. Eine Farbe für jeden von ihnen. Okay. Das ging diesmal was besser. Das ist aber manchmal echt seltsam, das Zielsystem. Also, es wird grün angezeigt und für mich heißt grün, dass die eigentlich treffen müssten, die Schüsse. Das Spiel sagt aber nein. Super. Wow. Ah, komm, hoch da. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Menge Action. Keine Schätze zu sehen. Ah, okay. So nicht springen. Okay, da würden wir noch runterfallen. Wo geht's jetzt weiter? Hä? Okay. Also wir müssen auf jeden Fall da hinten irgendwie hoch. Weil da oben ist definitiv ein Punkt für die Peitsche. Okay.
Ach, das nervt so unendlich, dass man die Kamera hier nicht mehr drehen darf, wie beim Vorgänger. Wenn man an bestimmten Punkten angekommen ist, ist die Kamera einfach fix. Blöd ist nämlich, dass man dadurch auch den einen oder anderen Schatz nicht findet. Man sich nicht richtig umschauen kann. Okay. Da hinten ist jetzt immer wieder eine Wand, die rauskommt. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vorbeikommen. Auch hier wieder. Sobald eine bestimmte Aktion machbar ist, kann man die Kamera nicht mehr drehen. Okay, so weit, so gut. Da muss ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen so umschauen, denn wir wissen ja, dass hier und da auch mal Schätze an fiesen Stellen sind. Mal ganz kurz reagieren, dann mein PC wieder einen Neustart machen. Den muss ich mal eben kurz ablehnen. Okay. Ich sehe aber auch gerade, wir haben auch mittlerweile schon eine gewisse Zeit erreicht. Das heißt, wir werden hier an der Stelle erstmal einen Cut machen und beim nächsten Mal weitermachen. Ich bin ja mal gespannt, wo das hier noch alles hinführt, denn wir haben noch eine ganz schöne Kletterpartie vor uns, so wie ich das sehe, und wir werden es bestimmt nicht einfach haben. Bis dann.